92. Mal heisst es herzlich willkommen hier aus Wengen. Die Rennen hier am Lauberhorn finden wieder stattfinden. Pandemiebedingt, letztes Jahr mussten sie aussetzen. Umso mehr freut uns, dürfen wir euch auch begrüßen zum Lauberhorn TV. Das sind wir und wir werden für euch unterwegs sein die kommenden Tage. Anfangen dürfen wir gerade natürlich mit dem OK-Präsidenten, Urs Näpflin, der hier bei mir ist. Urs Näpflin, du musst unheimlich stolz und froh sein, dass wir dieses Jahr die Rennen wieder runterkriegen. Ja, ganz eine grosse Erleichterung natürlich nach der letztjährigen Totalabsage, dass wir jetzt wieder Rennen organisieren können. Fantastisch in der Vorbereitung. Das Wetter passt, alles so weit auf Kurs, da freuen wir uns sehr. Unheimlich viel steht dieses Jahr auf dem Programm. Ich fasse zusammen, wir haben einen Super-G, wir haben Slalom, wir haben Sprintabfahrt und natürlich Mythos Lauerhorn, volle Originalstrecke. Was bedeutet das spezifisch für die Vorbereitung im Vorfeld? Ja, so viel wie noch nie in der Geschichte der Lauerhorn-Rennen. Alpin zumindest, wir hatten schon Skisprung, ganz früher glaube ich. Bin ich noch nicht dabei gewesen. Genau, ja. Und jetzt mit vier Disziplinen ist natürlich fantastisch. Nicht ein riesen Mehraufwand für uns, weil wir doch bereit sind mit drei Trainings, wo jetzt zugunsten vom Rennen eins verzichtet wird. Das Rennen immer ein bisschen, natürlich auch, die Fahrer gehen ans Limit und so. Von dem her müssen wir konzentriert bleiben, gut bleiben. Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Die Soldaten haben super gearbeitet, die Armee, alle Helfer haben fantastisch gearbeitet. Wir haben gute Pisten und da sind wir sehr glücklich im Moment. Also gut, das heisst, ein unheimlicher Dank, den du da jetzt schon aussprechen kannst, allen Leuten, die mithelfen, dass das Rennen oder die Renntage in dieser Form überhaupt machbar sind. Ja, definitiv. Ja. Also ohne die vielen Helfer, ohne die Armee, ohne den Zivilschutz, ohne alle OKA-Mitglieder, alle Röstochefs, wäre absolut unmöglich. An den Renntagen sind es gegen 2000 Leute, die da irgendeiner Funktion mithelfen. Das ist wirklich eindrücklich und ich bin sehr stolz, dass ich da als Präsident sie repräsentieren. Das darfst du auch sein, muss ich wirklich sagen, wir sind jetzt hier schon ein bisschen unterwegs gewesen. Und es ist unglaublich, die Stimmung bei dem ganzen OK, bei der Armee, alle sind gut drauf. Immer wieder ist man bei jemandem, wo du dann anrufst und fragst, wie läuft das mit den Präparationen von der Piste und so weiter und so fort. Unglaubliches Kompliment, Freude gross bei allen Leuten, aber nicht nur bei dir und bei den Helfern, sondern auch bei diesen Herren hier. Ja, sicher sehr schön. Also ja, welcher Weltcup-Fahrer kommt nicht wieder gerne zurück und jetzt dieses Jahr, wenn so wunderbares Wetter ist, freut sich sicher jeder noch gerade doppelt. Ja, es ist großartig. Also es war natürlich das Jahr Pause, war schade, wirklich war. Ja, es ist bei strahlendem Sonnenschein mit Neuschnee. Wir haben eisige Pisten bei uns drinnen. Es ist genau das, was wir uns vorstellen. Ja, logisch ist schön. Wengen ist auch speziell und ich habe mit so einem Wetter, wo sind sie auch vorhergesagt haben, glaube ich, wäre es wieder eins für die schönsten Rennen. Ja, sehr schön. Also, ich mag die Strecken sehr, sehr gern. Überhaupt bei dem Traumwetter macht es schon sehr viel Spaß, da oben zu fahren. Ja, für mich ist es einfach das schönste Rennen. Also, schon wenn ich daheim ein Kind war, dann war für mich das immer das Highlight von Jahr, also Wengen zu schauen. Einfach die Kulisse, die schnellste Abfahrt, die längste Abfahrt, die Abfahrt mit den meisten klassischen Passagen. Also, echt cool hier zu fahren. Ja, mega, mega cool. Riesen viel Eindruck. Die Kulisse habe ich nur vom Fernsehen fast kennt und ist wirklich einmalig. Und wenn man dann wirklich hier steht, gerade auch im Start, Eigermönch-Jungfrau oder die ganze Strecke eigentlich rund um den Bergen, ist ganz, ganz cool. Gross ist die Freude, dass das Lauberhorn-Rennen auch im 2022 wieder stattfinden kann. Und ihr seht hier wunderbare Kulissen hinter mir. Und da gibt es ganz viel Wunderbares. Am besten wissen das die Lokalmatadoren. Und die haben ein kleines Quiz für uns vorbereitet. Und jetzt könnt ihr gerade mal schauen, wie gut ihr euch im Berner Oberland auskennt. Wir kommen dort. Und wir machen die Abfahrt. Also steilisch. Und sehr eisig. Es hat Gebirge. Und man kann drüber springen. Es ist anstrengend. Und die Skirennfahrer ist eine mal ins Netz geflogen oder so. Ich weiß nicht ganz. Flickfahrer. Es ist hoch oben. Es ist auf der Lauberhornpiste. Sie haben immer gesagt, es ist richtig steil und riesig, darum habe ich mich nicht getraut, runterzufahren. Der Rennfahrer. Abfahrt, Abfahrt. Holt sein Haar. Er wohnt
Österreich. Und dann fahre ich den Kurs auf Parallel. Und dann fahre ich den Tor. Und manchmal ist er so in die Hocke. Er ist schnell. Er hat ein rotes Stück. Er ist mega schnell und hat mega viel gewonnen. Und er hat sogar einen Globerhundabfahrt gewonnen. Aber er hat kein Kind, ich glaube. Doch, er hat kein Kind. Er hat eine Frau und ein Kind. Und Pizza darf er gar nicht. Also Stefanie und meine Mami und meine Schwester haben es schon mal gesehen. Wir auch. Ich habe gar ein Foto, aber ich habe nur von einem Skifahrer ein Foto. Und dann die Foto. Und beim Mondschopf, wo es auch probiert, dass er fliegt. Und dort geht es mehr ab. Dort fahren die meisten einfach ab. Er ist ein Netter. Und er redet gerne. Ich habe mal mit ihm geredet. Er ist lustig. Ich bin auch bei ihm gestanden. Nur eins habe ich ihn gesehen, als ich noch die Skibilder gesehen habe. Und er ist hier so alt, wie er alt wäre. Er ist sicher stark. Also er ist jetzt nicht dünn, also nicht so ein Lauch, aber mittelgross und so haltig. Nein, ich ist er gestürzt. Ich glaube, das Kitzbühel. Als er etwa so alt war wie Marco, oder man hätte bestimmt auch eine sehr gute Karriere gehabt. Er war sicher sehr schnell. Aber ich glaube, immer noch. Im Sommer hat er Gras drauf. Nein, im Sommer hat er Schnee drauf. Im Winter hat er auch so Schnee drauf. Und er hat einen Gletscher. Es ist sehr hoch. Es ist, glaube ich, der dritte. Oder höchste. Der dritthöchste Berg oder der zweithöchste Berg der Welt. Da hat sich gar keine Tiere. Okay, Hirsche und Wolf. Und man kann im Fall so ein grosses Ding sehen. Nachher kann man das kaufen. Das ist eine grosse Linderkugel. Und da in dieser Linderkugel innen sind 1300 Linderkugeln. Man kann von dort aus in die Mönchsjochhütte laufen. Man kann dort auch Ski fahren. Man kann dort auf den Eiger laufen. Ja. Der Berg ist ein Teil des Wallis und ein Teil von der Schweiz. Also, man sieht den Berg, der so heisst, aber nicht den Ort. Eis und Schnee und Schnee und Berge und Eis und Eis und Schnee und Berge und Berge und Berge. Nochmal alles voll Schweizer. Es hat ein Restaurant dort oben. Es ist sehr kalt dort oben. Ja, aber es ist sehr teuer, auf den Berg raufzugehen, weil der Berg ist richtig berühmt. Sehr viele Chinesen besuchen. Also du könntest schon rauflaufen durch den Tunnel. Es wäre einfach extrem lang und extrem dunkel. Es hat auch dort so Läden, wo so halt die typischen Schweizer Sachen sind. So zum Beispiel so Stofftiere, die hoch sind mit so einem Schweizer T-Shirt. Oder das Sackmesser, yes, wo überall Swissmade draufsteht. Nein, ein Berg! Und im 1920 oder so, ich weiß nicht, haben sie so einen Tunnel gebaut. Und als sie nachher dort oben sind angekommen, haben sie mega fest geübt.
Gut, das haben wir wahrscheinlich mehr oder weniger alle können beantworten. Und jetzt wird es noch mal spannend. Weiss der Silvan Zurbriggen, wer dieses Jahr an der Abfahrt wird auf dem Podest stehen? Das ist seine Prognose. Ja, willkommen, wir sind hier an der Sprintabfahrt. Es geht los, das Wetter stimmt, wir haben optimale Bedingungen. Die Temperaturen sind ideal für das Material. Es wird absolut kein Problem sein. Es wird sehr hart sein, zum Teil eisig. Sie haben alles mit Wasser präpariert, vor allem die Stellen, die entscheidend werden sein. Weil wir wissen ja, es gibt noch mehr Rennen hier auf der Strecke. Für wer sind die Bedingungen am besten? Ich glaube, durch das, dass es so schön ist und so ideal ist, kann jeder schnell sein. Es ist aber klar, es gibt immer gewisse Cracks, die natürlich zeigen wollen, dass sie noch ein bisschen schneller sind als die anderen. Allen voran ist klar, ist ein Homestar, der Beat Feutz. Er wird ganz sicher das Bestmögliche wieder geben. Er ist für mich ganz klar der Favorit heute hier an dem Rennen. Jetzt lehne ich mich ziemlich weit aus. Zweiter wird der Nils Hintermann. Er ist in einer unglaublichen Form. Er war dritter in Gröda, ist dritter in Bormio. Er ist bereit, nochmal einen draufzusetzen. An dritter Stelle für mich ganz klar der Matthias Meier. Auch er ist in einer blendenden Form. Ich glaube, er hat noch etwas aufzubessern. Nach Bormio ist mir nicht ganz so gelungen. Er liebt die Strecke hier. Das sind meine drei Cracks auf dem Podest. Das sind also die Einschätzungen von Silvan Zurbriggen. Jetzt heisst es Daumen drücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Ciao zusammen.